Carla Sohnheim hat auf ihrer Website so eine Aktion oder auch in ihrem Newsletter, der sich Sidewalk Cracks nennt. Das sind diese Risse im Asphalt oder in Gehwegplatten, die du sicher auch schon mal gesehen hast. Vielleicht irgendwie hast du auch den Tick, dass du nur auf den Platten gehst, die heile sind und die gebrochenen Platten überspringst oder was man da so als Kind immer gemacht hat. Ich stelle den Link zur Verfügung, wo man sich diese Fotos runterladen kann. Oder du gehst nach draußen und suchst dir deine eigenen. Du kannst die fotografieren und dann ausdrucken, vielleicht ein bisschen heller machen. Oder du zeichnest dir einfach diese Cracks in deinen, also diese Risse in dein Skizzenbuch ab. So, ich habe jetzt hier ein paar, die sind noch vom letzten Jahr, von unserer Sommeraktion. Da hatte die Carla Sohnheim auch so einen Kids-Summer-Videokurs und da waren ganz viele Vorlagen drin. Deshalb nutze ich die jetzt noch hier. Genau, die Idee dahinter ist, dass die Fähigkeit unseres Gehirns zu nutzen, Dinge in irgendwas zu sehen. Dieses Phänomen nennt sich Pareidolie und das können wir uns ein bisschen zunutze machen und gucken uns jetzt diese Cracks an und schauen, was wir da vielleicht drin sehen können und nutzen das dann, um daraus so ein bisschen spaßig Fantasiewesen zu gestalten. Ich zum Beispiel sehe hier so einen Fisch oder einen Vogel. Ich glaube, ich gehe mit dem Fisch. Ich kann dann anfangen, mir die Formen, die ich verwenden möchte, weil das sind ja ganz viele Linien, nochmal mit einem Bleistift stärker nachzuzeichnen. Oder wenn es sehr offensichtlich ist, kann ich das gleich anfangen auszumalen. Ich nutze hier so Aquarellbuntstifte von, ich glaube, Faber-Castell. Und jetzt kann ich hier anfangen, das auszumalen. Du kannst das entweder in deinem Skizzenbuch machen, indem du das dann auch da reinklebst. Dann musst du dir das Format vielleicht ein bisschen zurechtschneiden. Wenn du sagst, du möchtest ein vollständiges Skizzenbuch mit allen Aufgaben haben. Kriegt der Fisch hier noch ein Auge. Oder du machst das einfach auf einem Einzelblatt. Du kannst auch mehrere Farben miteinander mischen. Und daraus dann deine eigenen Kreaturen erfinden. Das können Fantasiegestalten sein oder sowas Realistisches wie Fische. Du kannst jetzt auch sagen, ach, der Fisch, der sieht lustig aus, dem kann ich jetzt hier noch so ein paar Flügel dran malen, weil da hier gerade so ein Flügel noch auftaucht. Ja, manchmal so Libellen- und Schmetterlingsflügel betrachtet, dann haben die ja auch so interessante Formen. Und da kannst du jetzt deiner Fantasie freien Lauf lassen und mal schauen, was dir da alles einfällt an Fantasiegebilden, Landschaften, Tieren, lustige Menschen, was auch immer. Es ist mal so ein bisschen eine entspannte Sache zwischendrin, wo es gar nicht darum geht, groß was zeichnen, gestalten können zu müssen, sondern einfach um den Spaß. Braucht es auch nicht unbedingt Buntstifte, aber auf diesem Grau, finde ich, funktioniert das mit den Buntstiften ganz gut. So. Das ist jetzt hier mein Flügelfisch.
Vielleicht kriegt er hier auch noch einen zweiten Flügel dran. Passt das da so? Ich meine, man kann sich auch so selber noch eine Linie da reinzeichnen, wenn man das jetzt noch ein bisschen anders braucht. Aber so das Prinzip, das ist erstmal klar. Mein Flügelfisch. Dann kannst du noch Schatten für ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Das mache ich auch ganz grob hier nur mit dem Bleistift. Dann wird das alles ein bisschen räumlicher. Oder je nachdem, ob das funktioniert. Können wir dann auch noch Akzente in Weiß reinbringen. Das geht jetzt hier nicht so gut, weil ich nicht so eine dunkle Grundlage habe. Dann lasse ich die weißen Stellen einfach frei. Aber das ginge auch, wenn man einen dunkleren Untergrund hat, dass man dann mit Weiß noch ein bisschen drüber geht hier an manchen Stellen. So, das hier ist jetzt mein Flügelfisch und entweder ich schneide mir den jetzt aus und klebe den in mein Buch rein oder ich mache das mit dem ganzen Format, damit man sieht, dass das aus so einem Sidewalk-Crack entstanden ist. Aber ich glaube, ich schneide mir den aus und klebe den so in mein Skizzenbuch, damit ich den einfach drin habe. Aber du kannst auch Einzelbilder machen. Man kann sich das am Ende sogar Rahmen, wenn man besonders lustig findet, was dabei rausgekommen ist. Oder nette Karten daraus machen oder so. Ich mag diese Technik total gern, weil sie so unkompliziert und so spaßig ist und man in einem Bild auch ganz viele andere Sachen noch sehen kann. Also hier muss nicht unbedingt der Flügelfisch rausgekommen sein, sondern es hätte auch irgendwie ein Vogel oder irgendwas ganz anderes sein können. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Technik und vielleicht siehst du ja jetzt diese Asphaltrisse mit ganz anderen Augen.